Salut, ich bin heute auf der Gare und wir treffen gleich Carmen. Ich habe das Zugbegleiterin bei der CFL und werde ein bisschen an der Kulisse mitholen und als Weise, was hat so aus seinem Job am Alltag gewischt. Und let's go! Salut Carmen! Hi Nicola, wie geht es? Ja, gut bei dir. Ça va? Schneiden, du fährst heute mit mir? Ja, ich bin heute dabei, ich bin gespannt und okay. Ich bin motiviert. Ja. Was motiviert, das ist ein gutes Sache. Du hast genug Zeit. Ja. Erzähl mal ein bisschen, wer das heißt, wie dein Job, was müsst ihr heute darüber, was sind deine Aufgaben? Wir bringen die Leute von AAP, mit Sicherheit auch viel Komfort, aber mich auch ohne Verspätung. Und voilà, der Rest ist da noch. Ich bin gespannt. Ja. Aber du schaffst seit wie vielen Jahren heute? Bald 11 Jahre schaffe ich schon, ja. Das ist 2010, 11. 12, genau, ja. So. Aber ich bin gespannt, was man alles weiß. Ich meine, da geht es viel zu gesehen. Genau, let's go. Carmen, erzähl mal ein bisschen, was muss ich alles machen, bevor ein Zug losfährt? Also Präparativen, was musst du checken? Mal 15 Minuten für eine Abfahrt, für den Depart kommen wir hin. Ja. Wir gehen uns Sachen drohen und dann melden wir uns beim Mechanismus. Und dann gucken wir verschiedene Sicherheitssachen par rapport zum Zug, für das wir fahren. Okay, das ist aber. Du darfst ein paar Sachen, die du noch machen. Okay. Ja. Das ist aber, ja. Weil ich hätte nicht gedacht, dass es so viel wäre. Nee. Dann muss ich so in. Geh mal ran. Geh mal ran. Let's go. Stell dir schon immer so den klassischen Tickets-Kontrolleur vor, den das so an Klasse können und dann Familienknipser. Genau. Ich zweite Klasse und den hat das so reinkontrolliert. Das ist aber viel mehr technisch gehen und viel mehr menschlich. Mhm. Wie hat sich das die letzten Jahre verändert und wie siehst du das? Das wurde ganz viel verändert. Wir haben mehr Zeit für Klientel. Du kannst mehr auf die Klienten angehen. Ich bin zum Beispiel angewählt für Koblenz. Das heißt, du hast auch schon viel mehr angewickelt. Das heißt, Leute müssen eine Korrespondenz holen für den Flughafen. Sie mit Wallis sind mit Gepäck. Da müssen sie gucken, mit den Tickets, ob sie den Zug können holen wegen der Verspätung. Ja. Und es kann ihnen mehr darauf angehen, dass ich mehr für die Klienten da. Das heißt, wenn mehr Leute, wie viel drüben müssen sie kommen. Das heißt, ich mache mehr Anlass, mehr okay. Und dann gehe ich mit meinen Sachen, schon meine Sachen, mit Versprache für die Kontrolle zu machen, meine Zahlen und alles. Und dann gehe ich da durch und dann mache ich meine Kontrolle und dann da geht es los. Okay, super. Carmen, was müssen die Leute machen, wenn sie sich für einen Job bewerben? Wo müssen sie hingehen? Wie können die da hin? Wie können die aus einer Position? Die ist okay, also und so ich gesehen auf jobs.cerval.lu und melden sie schon. Und dann geht es so Konkurs der Rekrutement, das steht gegen Wiener und das melden sie schon. So kommen dann, keine Ahnung, 100 Leute oder dem, wie viele Leute sich gemeldet haben. Und dann müssen sie einen Entretien, müssen einen Test, müssen geht bei den Psychologen, bei den Doktor und dann wird geguckt, ob es da abpasst. Und dann geht noch ein Entretien gemäht und dann fängst du irgendwann mit den Formationen mit den Kurnen. Ja, dann bin ich noch eine Frage, die mich wirklich interessiert. Was muss ich tun oder was möchte eine gute Akkompagnatrice oder eine gute Zugbegleiterin aus? Was muss ich können, was muss ich machen? Für den Job. Für den Job. Genau. Und das, was viele Leute nicht wissen und noch nicht gesehen haben, wir müssen noch ein bisschen das mechanisch wissen und können. Tisch, wir machen noch Bremsprüfe mit dem Tisch. Okay. Also wir testen Bremsen. Und wenn etwas en cours de route soll geschehen, dass ihr auch wisst, was man muss intervenieren, weil man muss viel gehen, viel gehen und den Mechanismus auch helfen. Ja. Und muss viel Geduld tun, ja. Empathie. Heinz ist auch Psychologe. Heinz muss immer die Leute ein bisschen können schwatzen. Natürlich muss ihnen auch Geduld tun, weil Heinz sind die Leute, die nicht Spruch können oder nicht können gut schwatzen oder sie können sich nicht ausdrücken oder sie sind. Voilà. Tut ihr von allem Emotionen, muss ich von allem mal da rechnen. Allachen. Allachen. Viel muss machen, Carmen. Allez, ciao. Wenn die auch interessiert sind, bei der CFL zu schaffen, geht auf den Site jobs.cfl.lu, da findet ihr alle Offeren und ich bin mir sicher, dass ihr irgendetwas wird finden, was euch gefällt. Mir bleibt noch immer zu sagen, vielmals merci, für das ihr noch geguckt habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann euch ein paar andere liefern. Und noch einen schönen Tag. Ciao, ciao, bis geschwind.